Und du kannst den Game-Over-Ball machen. Also, du kannst den verwenden. Die zerbricht aber instant, wenn du die wirfst oder irgendwas damit. Oh. You wanna know something funny? Das ist von Hasbro, wusstest du das? Hasbro ist aber nur der Publisher, ne? Ja, und von dem hässlichen Kind. Mein Dick verloren! Es ist dein Handicap. Es ist dein böser Zwillingsbruder. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das Handling in dem Spiel ist halt echt Arsch, das ist das Problem. Okay, nur um kurz das Ganze zusammenzufassen. Ja. Also, der Zauberer hat verkackt, hat sich selbst in Stein verwandelt, ist in das Schloss da reingefallen. Dadurch ist das gesamte Schloss zusammengefallen. Glover hat im letzten Moment noch die Kristalle in Gummibälle verwandelt, damit die nicht kaputt gehen. Und muss jetzt die Gummibälle wieder einsammeln und wieder zurückverwandeln, damit das da alles wieder gut wird. Muss seinen bösen Zwilling töten und dann den Zauberer retten. Ich glaube, du hast das ziemlich gut zusammengefasst. Du kannst deinen Ball ja auch verzaubern. Ja, ja. Kannst aber auch auf Wasser laufen. Also Jesus Glover. Glover ist Jesus. Lustigerweise ist die Steuerung invertiert. Which is hard ass. Boah, ja, das habe ich immer gehasst. Ich hasse es. Weil es gibt so ein Level, wo du eigentlich nur auf diesen scheiß Ball rumrollen musst. Jo, eine Bowlingkugel. Der erste Ball liegt ja hier so rum und dann kannst du in die erste Welt rein eigentlich. Ja, okay. Schon. Kannst du nicht, weil Glover kann nicht genug laufen. Nur manchmal. Oh, ich habe geile X-Ray-Vision, what the fuck? Oh shit, okay, das wusste ich nicht, dass ich das so... Oh no, Ball. Das Spiel wird eh erst gut nach der zweiten Welt. Nein, es wird generell nicht gut. Das ist fucking Glover. Ich finde ja gut, wie du da unten das Secret sehen kannst. Ich kann alles sehen. Horon kann alles sehen. Du kannst deinen Ball verzaubern, wenn du springst oder so. Also du kannst irgendwie auf den Ball zeigen und dann kannst du so einen Zauber senden, also schießen. Nee, weißt du, was ich kann? Ich kann mir einfach hinlegen. Ich kann dann jetzt auch mal schlafen. Jo. Aber dann verpasst du Glover. Was ist das denn jetzt? Das ist der. Ist das der Ultra-Stark-Trank? Der Ultra-Mega-Glover. Das war das, wenn du dribbelst. Ah! Du warst zu stark. Ich hab zu hart geglovert, Alter. Aber to be fair, ich hab mir Glover irgendwie schlimmer vorgestellt. Oh. Alter Auron, ich bin ein Glover Speedrunner. Was erwartest du bitte? Ja, deswegen ist da ja auch schon der Speedtrank für dich. Ja, deswegen, der macht ja so Speed Glove. Dann rennt er auch so nice. Ja. es ist Reverse, hör auf! Hep! Es ist halt auch so, fucking Glover Voice Acting ist beyond. Was ist unser erster Boss? Bibi, was schätzt du? Der erste Boss? Ja, was schätzt du, was der erste Boss? Ein wütender Grieche. Nee, es ist ein Wal. Oh. Mit einer Krabbe. Und einem Fisch. Bremer Stadt-Aquakanten, wie auch immer. Das sind die Hamburger Fischmenschen. Die Hamburger Fischmenschen. Pass auf, und weißt du, wie du die besiegst? Richtig. Slap sie mit der Bowlingkugel. Nice car. Guck mal, ein fliegender Fisch. Kamikaze! Er hat mich insta gekillt, der Bastard. Du hattest doch schon... bisschen was abbekommen. Ach was. Blasphemie. Schmagidi Wuh! Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist.
Das gesamte Level ist einfach nur cursed. Guck dir lieber die Elefanten an. Da oben, ja. Hier diesen Schlag machen und dann springst du noch höher. Oh. Ah, das brauchst du, um stark zu sein. Achso, jetzt willst du mir auch noch sagen, was ich brauche, um stark zu sein. Kann ein Glover nicht auch so stark sein? Nein, du brauchst komische Tränke. Achso, Steroide. Nee, nee. Die Treppen des Teufels. Die sind so unsymmetrisch auch. Welcher gottlose Mensch hat denn fucking diese Treppen erschaffen? Das ist das Zirkuslevel, was erwartest du? Nein, save den Ball. Shit. Hä? Hä? Wahrscheinlich ist der Ball kaputt gegangen. Ja, aber woran? Keine Ahnung. Runtergefallen. Nee, da ist ja nichts zum Runterfallen. Alter, auf die Finger gehauen. Ah, da ist er. Ja. Du meinst wohl, du hast 11 Fahne. Ich hab den Clown tot gemacht. Ich glaube, da kommst du nur wieder hoch, falls du noch Sachen vergessen hast. Weißt du, das ist das Schöne an Glover. Glover weiß nie, wo du hin willst, aber Glover weiß, wo du hin willst. Was zum Fick ist das denn jetzt? Du ertrinkst. Oh, Shrub. Helikopter, Helikopter! Falcon! Biene! Die Arschlochbiene! Die Biene hat mich gekrockblockt! Ich komm dich holen! Sie versucht's schon wieder! Ich kann nicht! Es ist aus Pappe! Alter, geh weg! Das Spiel bringt einem immerhin Fingerspitzengefühl bei. Why? Du musst auf den Zaun raufspringen und dann bounce. Nein. Ich glaub's ganz ehrlich, dass dieser Zaun mich. Das irgendwie was ist, was tatsächlich Funktion hat. Der letzte Pixel. Sie haben mich ausgelacht. Sie sagten. Oh, oh Gott. Imagine your Soundtrack, let's go. Helikopter, Helikopter. Jetzt begeht der Ball Selbstmord, pass auf. Sing we now, sing for the year, sing for the love and sing for the tear. Das, dieser Hurensohn. Ach, die Dinger in Videospielen sind eh immer schrecklich. Yeah. Unglaublich, gutes Spiel. Du läufst mir eh nochmal davon, du Arsch. Du begehst keinen Selbstmord. Nee, nicht mehr. Diese komische Auberginenbirne, Alter. Chine, Kakioin. Oh, fuck! Genki-Dama! Das Spiel hat so einiges, ne? Einiges, wo man echt sagen kann, boah. Das auf der N64? Respekt. Ne? So von wegen mit den Physics und alles. Allerdings, was ich auch sagen muss, dieses Spiel ist scheiße. Oh, guck mal, es ist der einzige Glover-Fan. Ja. Look at this motherfucker. Pass auf, und jetzt kriegt er eine Bombe in den Arsch. Ich weiß auch nicht. Look at him! Was soll er? Er ist ein Kingdom Hearts Character. Ich komm mich holen. Scheiße, komm mich holen, Hilfe! Oh, fast. Lol, it worked! Ich hab ihn ist er tot? Ist einfach das Piano aus Mario 64.
Ist er tot? Aber er macht nur Bock. Er hat nur Bock gemacht. Er hat sein Anrecht auf den Thron verloren, weil er so hässlich ist. Vielleicht musst du ihn schlagen. It is a bean. It's an Among Us. Among Us!